Wer war William the Conqueror? Oder auf Deutsch Wilhelm der Eroberer. So viel vorweg. Er war ein richtiger Bastard. Also wörtlich genommen. Sein Vater, Herzog Robert I. von der Normandie, war nämlich eigentlich schon verheiratet, aber YOLO. Durch einen kleinen Abstecher bei einer schönen Gerberstochter entstand 1027 der kleine William. Sein Vater fasste wenige Jahre nach Williams Geburt den Beschluss, mal Zigaretten in Jerusalem holen zu gehen, kam aber seltsamerweise nie wieder. Nicht aus persönlichen Gründen, sondern eher, weil er auf der Reise gestorben war. William hatte er aber vorher noch als einen legitimen Nachfolger eingesetzt, der allerdings mit 7 Jahren noch etwas zu jung zum Regieren war. Und ein vermeintlich schwaches Kind auf dem Thron des reichen Herzogtums der Normandie weckt natürlich gewisse Begehrlichkeiten bei anderen Leuten, was wohl auch die Tatsache erklärt, dass Williams Beschützer und Berater alle nacheinander eines nicht ganz natürlichen Todes starben. Insgesamt ist es erstaunlich, dass William die Zeit seiner Unmündigkeit überhaupt überlebt hat. Dennoch schaffte er es irgendwie, bis er die Regierungsgeschäfte selbst übernehmen konnte. Er besaß große Macht, Geld und ein Heer, was auch von dem geschichtlich gesehen eher seltenen Umstand herrührt, dass es zwischen ihm und seinen Vasallen nur relativ wenig Konfliktpunkte gab. Insgesamt also ein stabiles Reich. Aber was hat dieser Kerl jetzt mit England zu tun? Nun, das Königreich England war lange Zeit von Angelsachsen, dann Wikingern, dann wieder Angelsachsen, wieder Wikingern und dann wieder Angelsachsen beherrscht worden. Ab 1042 war der Angelsachse Eduard der Bekennerkönig. Der war allerdings selber in der Normandie unter anderem bei Williams Vater erzogen worden und zog deshalb die Kultur der Normandier seines eigenen Volkes vor, was seinem Volk und vor allem den mächtigen angelsächsischen Adligen eher weniger gefiel. Eduard holte sogar eine Menge Normannen nach England und setzte sie in wichtige Ämter ein. Der mächtigste angelsächsische Adlige Godwin, der Earl of Wessex, rastete daraufhin aufs Äußerste aus und zog gegen Eduard ins Feld und verkackte. Wurde abgesetzt, floh, kam mit einer größeren Armee wieder, wurde wieder eingesetzt und starb wenig später. Sein ältester Sohn Harold erbte seine mächtige Position. Als nun Eduard 1066 starb, gab es keinen offiziellen Nachfolger, da er selber keine Kinder hatte. Der Rat der Mächtigsten in England, der sogenannte Witan, wählte daraufhin Harold, den mächtigsten Adligen Englands, zum neuen König. Und nun kommt wieder William ins Spiel. Eduard hatte ihm nämlich den Thron bei einem Besuch in der Normandie versprochen. Angeblich, meinte Harold. Daraufhin erwiderte William, dass Harold ihm doch 1065, als er vor der Küste der Normandie Schiffbruch erlitten und William ihn aufgefischt hatte, einen Treueeid geschworen hatte. Zwar nicht ganz freiwillig, aber das war ja nebensächlich. Daraufhin meinte Harold, dass Eduard ihn auf dem Totenbett zum Nachfolger erklärt hatte. Angeblich, meinte William. Wer nun was, wem, wann und wo versprochen hatte, lässt sich heute und ließ sich auch schon damals nicht wirklich beweisen. Fakt ist jedoch, dass William der Überzeugung war, nach Geblüt der rechtmäßigere König im Vergleich zu Harold zu sein, was sogar zutrifft. Denn die Schwester seines Großvaters war die Mutter vom verstorbenen König Eduard, was William zu seinem Neffen zweiten Grades machte, während Harold blutstechnisch gar nicht mit dem alten angelsächsischen Herrscherhaus verwandt war. Dass es zwar noch Personen gab, die nach Geblütsrecht vor William standen, zum Beispiel Edgar Atheling, der Großneffe von Eduard, ignorierte William dabei. Während Harold und William sich stritten, war Harald Hardrada, der König von Norwegen, ein Nachfrage der Wikingerkönige Englands, in eben diesem Land eingefallen, so blieb Harold nichts anderes übrig, als den Norwegern entgegenzuziehen und sie bei Stamford Bridge zu schlagen. William dachte sich, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte und landet unterdessen auch in England. Harold musste nun also von einer Schlacht zur nächsten hetzen und dementsprechend war sein Heer etwas erschöpfter als Williams. Und so verwundert es wohl keinen, dass er hierbei den Kürzeren zog, sodass sich William der Bastard an Weihnachten 1066 zum neuen König krönen konnte und den etwas schmeichelhafteren Beinamen der Eroberer erhielt. Er führte das Feudalsystem ein, indem er seine normannischen Freunde nach England holte und ihnen Land verlieh, das zwar eigentlich schon angelsächsischen Grundbesitzern gehörte, aber I don't give a damn, dachte sich William. Die Angelsachsen wurden vollständig aus der Führungsschicht verdrängt und das angelsächsische Volk vermischte sich im Laufe der Zeit mit den niederen Normannen zu dem Volk, was wir heute Engländer nennen. Außerdem strukturierte William die Verwaltung Englands neu und ließ die Besitzverhältnisse in seinem neuen Land durch Beamte bis ins kleinste Detail erfassen. Durch dieses sogenannte Doomsday-Book erhalten wir heute genaue Einblicke in die Verhältnisse des mittelalterlichen Englands, auch wenn William mit dem Buch nicht unbedingt bezweckte, eine Momentaufnahme Englands für uns festzuhalten, sondern vielmehr für sich selbst, um zu wissen, was und wen er alles besteuern kann. Doch seine erste Aufgabe bestand darin, sein neues Reich gegen aufständische Angelsachsen zu verteidigen. Und gegen Schotten. Und Franzosen. Und Dänen. Und seinen ältesten Sohn. Obwohl da auch die Franzosen dahinter steckten. Demzufolge starb der glorreiche Eroberer ein bisschen gestresst am 9. September 1087. Sein Nachfolger wurde, wer hätte es gedacht, nicht sein ungezogener ältester Sohn, sondern sein zweiter, Wilhelm Rufus. Und so beendete William in England das Zeitalter der Wikinger und Angelsachsen und begründete das der Normannen und späteren Engländer.